So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Aberration. Wir sind hier auf dem Server unterwegs und gehen unterschiedlicher Dinge nach. Und zwar ist da einmal der Koya, ist da. Was hast du jetzt vor? Ich guck Matze zu. Du guckst Matze zu. Matze, was hast du vor? Hallihallo, ja, es gibt hier ein paar Osterbulbis, ein schönes Pärchen in Knallebunt, die dürfen mal miteinander. Matze geht fremd. Zu Ostern gibt es auch noch einen Osterdödi, den ersten, den hat natürlich der Xar gefunden, wer auch sonst. Danke, Xar. Ja, der Xar ist auch da, hallo. Moin. Und Hippo und ich, wir wollen jetzt an die Oberfläche. So sieht das aus. Genau, wir wollen looten gehen. Sterben. Sterben looten. Looten sterben. Luben. Ja. So. Sterben. Ganz die sind schon am Verpaaren hier, die ich habe. Nein, noch nicht. Das hier ist der Osterdödi, den müssen wir noch tamen und der ist ein Männchen, dann suchen wir gleich noch ein schönes Weibchen und dann darf der auch glücklich werden, ne? Fangen wir mal hier ganz vorne kurz an. Den. Wo zum? Ah ja, der ist ja schon gesund, der Dödi, ne? Ach da. Ja, der ist ziemlich gesund jetzt. Der war ein bisschen angeschlagen, ja. Schade, dass er gelb ist, gell? Weil gelb hast du ja schon. Nee, gelb habe ich nicht. Du hast doch, so orange halt, aber ich meine, also dieses Gelbes. Also in Richtung dieses, okay. So, jetzt, Hippo, wo bist du? Ja, ich muss kurz hier Medusa aus der Bahn fahren. Also, uiuiui okay. Und hui. Kommt dann, so. Das Baby heißt dann hui hui hui, oder? Oh, huiuiui. Huiuiui, huiuiui. Ja, huiuiui können wir es so nennen. Die sehen echt schräg aus, Alter, finde. Machst du aktiv? Kann ich machen, oder? Behavior Enable Wandering. Und ja, hab ich hier? Schon. Ich der ist schon? Den. Ja. Okay. Wir müssen hinten an dem neuen Tor raus, ne? Mhm. So. Ich glaube, wir sind zu weit aus dem... Nee, gut. Passt. Nein, passt. Den Dödi, willst du den hier drin liegen haben? Ja, deswegen habe ich den hier drüber hängen. Hast du Trank Darts oder soll ich ballern? Ich habe hier normale Pfeile, das reicht. Nee, dann nehme ich Trank Darts, ist bei denen besser. So. Dann hört das gerade. Da bin ich. So. Okidoki. Kriegt er ein bisschen hier, sag schon. Ich hab doch hier gleich irgendwo links, ne? Am Bauchi. Ja. Ja. Wird der Topper-Wert nicht angezeigt gerade? N. Musste mit N. Also die, ach so, das da. Das ist hier, lass hier sein. Hier links. Und, wo sind wir? Wie viel hat er? 870, der geht ganz schnell wieder hoch. 880. Ja, von wie viel? Wie viel hat er maximal? 1300, so. Einen noch, sorry. Ich habe in die falsche Richtung mitgezählt. Einen nur noch? Nur noch einen, ja. glaube ich nicht. Na. So. Oh, doch. Jetzt wird Tell. Okay. Mayo Berries hast du ja irgendwo, denke ich mal. Ne? Hab ich. Und ich muss auch noch was zeigen, auch noch eine Errungenschaft, die im Offscreen jetzt passiert ist. Das haben wir jetzt mal nicht gezeigt. Wir haben gerade 90% Day. Ja. Das ist schade. Das ist sehr schlecht, dann solltet ihr schnell wieder zurück. Und ich kann ja nochmal die Zeit vordrehen. Das hat ja jetzt, das ist ja, das hat ja jetzt. Ja. Was ist denn das? Ach, da. Aha, okay, lang gedrückt. Halt, alles klar. Seid ihr draußen? Nee, wir stehen vor der Tür. Wir trauen uns nicht raus. Ja, okay. Dann, also wenn ich jetzt auf eine andere Uhrzeit drehe, werdet ihr nicht gegrillt. Darum geht es mir. Gut. Dann mache ich jetzt auf 5.10 Uhr. Dann sollte ja der Tag relativ bald umspringen. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. So. Und hier ist die neue Errungenschaft von mir. Die hatte ich unterwegs entdeckt und dachte mir, nee, die musste... Katze nicht. Ist potthässlich. Wo bist du? Vor dir. Oh, die brauchen ja eine halbe Stunde, die Bulbis. Du kannst auch einfach so eine Zange, Zaun da wegnehmen. Ja, die sind S plus. Die zwei sind S plus, die anderen leider nicht. Ja, geht ja trotzdem. Ja. Ne, ist ein Träumchen, oder? Sowas zähmst du, da habe ich viel schönere Tiere getötet. Der ist halt Level 120 gewesen und in der Farbe. Ja gut, das ist dann halt so ein Ding, ne? Ne, das ist halt... Jetzt ist er 179... Ne, ja, mittlerweile 180, hat aber ein Level bekommen. War 179, als er fertig war, also ein ziemlicher Perfect Tame. Joa, von Werten her ist er halt so. Er ist, ne? Also... Brauchen wir da draußen eigentlich einen Bulbi? Nee, ne? Oder doch? Ja, doch, wäre schon nicht schlecht. Das Sinn, du bist ja gerade von einem Ranger angegriffen, du solltest nicht absteigen. Oh, lass das, Hilfe! Oh, beiß doch mal! Ja, ich komme, ja. Ich hab doch gesagt, es gibt Tote! Hilfe! Aber wir sind ja noch nicht mal draußen. So. Ich sterbe, mach ihn kaputt!
Du musst da runtergehen, ich kann nicht mehr beißen, ich bin überladen. Oh Gott! Tod in drei. Denk schon, was ist denn jetzt kaputt? Wieso sprichst du denn bei mir drauf? Nein. Ich wollte auf meinen, aber wir standen direkt nebeneinander. Na, lebst du noch? Ja. Alles gut. Schade. Also wir müssen mal ganz kurz über die Frage sprechen, die Johannes hier stellt, was ist mit mir? Ja, hast du. Ich wollte den Bulbi eigentlich zähmen, der hier rumlief. Jetzt ist er tot. Ich hab nämlich keinen dabei. Johannes, was ist mit dir? Aber wir können ja eh noch nicht raus, ne? Jetzt, ne? Ja, Johannes hat jetzt ausgedient. Er hat die Treppe nach oben weggerissen, die zum Garten führte. Sind die. Die baut da Treppen um. Ja, ich wollte doch das Dach da anders machen. Ja, aber Johannes, der Vater aller Dödis hier quasi. Apropos, Matze, hast du jetzt eigentlich mittlerweile mal einen Eingang zu deinem Stall, Stadion? Nee, muss ich noch bauen. Muss ich noch bauen. Was ist denn jetzt wieder? Nein, nein, alles gut, der Pilz war im Weg. Ich wurde nicht vom Pilz angegriffen, alles ist gut. Das ist unfucking fassbar hier, diese Dödi-Arena. Sind das alle oder stehen auch noch draußen jetzt? Warte mal, wo waren das? Nee, hier, ja, hier oben hängen noch so ein paar in den Seilen und da unten hängen auch noch ein paar. Ah, da ist ja noch ein Bulbi. Guck mal, nehmen wir doch den. Aber es ist schön bunt, wenn man sich das so vorstellt, so als weißt du, wenn wir mal wieder Dödiball-EM haben. Es dann, leuchtet sehr im Dunkeln. Ja, dann könnte man halt auch so, weißt du, von, wenn man verschiedene Mannschaften hat, verschiedene Farben, die dann so gegeneinander antreten. Nein. Und die Fans sind dann entsprechend auch in dieser Farbe. Das ist fantastisch. Ja, ein Spino-Ei haben wir auch. Das ist der Neue. Ja. Der Neue heißt übrigens Onkel Ingeborg. Der neue Spino, den wir bei der letzten Folge uns gegönnt haben. Ja, und der hat sich verpaart mit der, also Onkel Ingeborg und die Hardcore-Uschi. Die haben sich ganz gut verstanden und haben schon mal Nachwuchs gezeugt. Schon mal. Schon mal vorbereitend. War schade, weil Hardcore-Uschi eher so matschfarben ist. Ja. Aber konnte ja vielleicht trotzdem was Schönes bei rauskommen. Ja. Und Xar macht da hinten. Ich stelle hier wieder ein paar Spikes auf, dass da von oben nichts reinblumst. Ach so, von oben machst du es jetzt auch noch sicher, ja. Ja, ja, Xar hat unsere Basis minimal erweitert, so ein paar Kilometer nach hinten. Ja, ja, ja. Muss. Wir müssen nur überlegen, ob wir da noch, oder, ja. Ey, hier könnte jetzt halt so einiges drin spawnen, ne? Ja, ein bisschen. Wir könnten da ja mal noch irgendwie Geschütze oder sowas aufstellen. Wäre vielleicht nicht das Dümmste. Ein, zwei Geschütze noch hingeballert. Fällt einfach den Basi dahin. Hat er was, ja, tun? Der Basilisk, das ist eigenartig. Wenn du einen Basilisk da hinstellst und sagst dem Basilisken Turret-Mode und nur wilde Dinos angreifen, mhm, dann greift er halt alles an, was man hier in die Basis trägt und sagt, komm, ich leg's mal hin zum Zähmen. Ja, das hatten wir ja eben schon gerade. Auch damit, wenn das nicht, genau, das ist, deshalb war Matzes Dödi unter anderem so angenagt. Ja. Ja, und nicht nur das, drei und noch ein anderes Tierchen haben da gerade mitgemacht. Ich habe das auch kurzerhand, ja, alles auf passiv das ist, gestellt. Das ist dann sowieso das Lustige, sobald dann der Turret ballert, meinen die anderen dann auch alle mitmachen zu müssen, und auch wenn sie im Status neutral sind. Das ist schräg. Jo, also obenrum wäre jetzt wieder. Okay, muss man zum Wasser watschen. Oh, die Biene. Naja. Habe ich mal wieder vergessen auszumachen. Na, ist doch alles gut. Dralon, danke dir. Und Lulu, herzlich willkommen. Lulu Venus, herzlich willkommen. Bei Lodos. Da. So, ich möchte mal so eine Frage diskutieren noch an der Stelle. Ja, bitte. Welche Farbe würde sich denn gut hier mit dem neuen Dödi verpaaren lassen? Grün. So ganz grundsätzlich. Finde. Jetzt kommen die Bienen wieder. Anna-Maria ist jetzt auch Dodo. Jetzt lasse ich es an, wenn ich es bei der Folge vergessen habe. Ich hätte jetzt grün gesagt, weil dann dieses Magenta und das Grün, das gibt so richtig Augenkrebs. Aber du kannst ja auch versuchen, was richtig Schönes zu machen. Dann, weiß nicht, zu diesem Magenta, was passt da? Ja, gute Frage. Was haben wir denn? Blau haben wir, dieses Orange haben wir und Rot und Grün. Ne? Die Farben hast du im Grunde genommen. Weiß gibt's auch noch. Weiß. Ja, Weiß und Magenta sieht doch zum Beispiel schön aus. Wenn du einen hast, der möglichst viel Weiß ist.
Möglichst viel oder weiß. Oder was auch gut kommt, ist, wenn einer richtig dunkel ist und dann dieses Magenta als Kontrast so. Wie sieht's denn jetzt eigentlich mit Tag-Nacht aus? Immer noch, ne? 90-10. Und drehe ich nochmal vor. Müssen mal unbedingt eine... eben war es 50-50, extra noch vor der Folge geguckt. Und dann springt das genau beim Tag-Nacht-Wechsel um. Ich dachte, beim Nacht-Tag-Wechsel springt's um. Wie doof. Der Zipfel ist leider männlich, das ist schade. Oh, wieder ganz viel Lammfleisch. Ich habe einen Bulbi. Hm. Bitte. Ich bin nur so weit gelaufen, ich hätte auch einen mitnehmen können von denen, die wir hatten. Wir haben noch so viel gebratenes Lammfleisch, komm. Ja, aber die kannst du ja nicht nehmen. Nee, jetzt habe ich hier so einen so großen Bulbi. Genau, das Problem ist ja die Farben. Weil den roten darfst du ja nicht nehmen. Und den grünen darfst du auch nicht nehmen. Genau. Und den rot-grünen darfst du auch nicht nehmen, weil der ist ja rot-grün. Genau. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Osterbulbi gezüchtet, gezähmt. Ja. Aber der ist auch grün. Eigentlich darfst du ihn auch nicht nehmen. Doch, das ist jetzt meiner. Ist ja nur Level 8. Den darf ich. Ach, das geht dann wieder. Verstehe. Was? Ja, nix. Alles gut. Warum habe ich jetzt eigentlich den ganzen Schrott genommen? Und ach, hier funktioniert doch alles nicht gerade. Ich habe mich entschieden. Scheiß drauf. Und wer wird's? Was ist es? Fran Dark wird es. Wird die stolze Mama werden. Aha. Und zwar ist Fran Dark aktuell grün mit rotem Kopf, rotem Bauch. Ich muss Matten kochen gehen. Das wird dann gut. Grün, roter Kopf, roter Bauch. Also ich hätte jetzt echt was Dunkles. Das ist ein richtig schöner Parol. Aber nee, der muss noch bunter werden. Noch bunter, noch augenkrebsiger, noch. Okay. Noch schlimmer. Hey. Aber ich habe ja Platz für ein paar Weibchen hier. Hier ist links vor rechts. Links vor rechts? Ja, dann hat das doch gepasst. Ich kam von links. Ja, ich auch. Ja, Matt Wyatt, das ist eigentlich korrekt. Was daraus geworden ist, weiß ich auch nicht so genau. Was denn? Aus den Olympiaringen. Ach, Paralympics, wir waren zu langsam. Paralympics waren schon vorbei. Außerdem. Ja, wir können ja noch, Hippo, aber es hat ja noch nie gereicht, also. Ja, ich. Ihr wart halt auch sehr nachlässig, also. Nee. Fand ich schon, also ihr habt euch da nicht so drum gekümmert, dass man jetzt sagen könnte, hey, die machen gar nichts anderes, die geben da richtig Gas, dass sie ihr Hallo, Projekt... Hallo, wir haben so viel gezüchtet, dass schon geschimpft wurde, was soll denn jetzt noch, was hätte denn da noch? Ja, das geht doch viel besser. Raw, Matten, Pulle. Außerdem habe ich da noch so eine Situation im Kopf, wo es hieß, wir müssen jetzt da runter, die Dödis, die da gerade geschlüpft sind, die lassen wir jetzt verrecken. Was? Ja, war so. Wir mussten runter irgendwie, was mussten wir da holen? So ein Reaper, glaube ich. Und da mussten wir die frisch geschlüpften Dödis sich selbst überlassen. Ja, ich auch noch in Erinnerung. Und wer hat sie da zurückgelassen und nicht sofort? Wer hat das denn angeordnet? Ja, du hättest ja Einspruch erheben können, hättest ja sagen können, nein, ich lasse keine Dödis sterben. Nur über... Das geht jetzt echt ein bisschen zu weit hier, ja? Ja, also ich finde das schon. Also ihr seid da in der Verantwortung. Nee, jetzt komm nicht so hier. Ja, also ich bin doch nicht für eure Dödis verantwortlich. Ich hätte jetzt übrigens mal eine Frage. Mhm. Wir stehen jetzt hier seit gefühlt einer Stunde vor diesem Ausgang und gucken raus. Mal passiert jetzt hier noch was? Es ist gerade Nacht geworden, aber 90, es ist immer noch 90-10. Es tut mir leid. Ich versuche ja schon die ganze Zeit eine Uhr zu drehen. Denn sonst brechen wir das hier ab, weil ich finde das jetzt gerade sehr... Könnte er im Grunde genommen tun. Ach nee, der braucht Öl, ne? Bist du was? War das diese... Oh ja, du bist an einem Dödi vorbeigelaufen und hast nichts gesagt. Du gehst jetzt gerade bei einer 10%igen Nacht da raus. Das ist, Guck mal, ich warte da unten, dann hier und hol dein Loot. Da unten ist ein Lootstrahl. Der ist doch direkt vor der Haustür. Na, wenn die das sagen. Ich habe keinen Dödi gesehen. Also, jetzt bitte die Zeit nicht vordrehen. Oh. Hilfe. Huch. Lass das. Pfui. Geh weg da. Du war Reaper. Wo bist denn du jetzt? Auf einem spitzen Stein. Genau gegenüber. genau gegenüber vom Ausgang. Spitzer Stein. Ja, da ist auch der Loot, der rote.
Ja, den sehe ich. Der ist direkt vor meiner Nase. Genau, kannst du den schon öffnen? Ich darf nämlich nicht. So direkt vor meiner Nase nur jetzt auch nicht, weil... Da ist nämlich ein Reaper. Ein Level für den roten Blut? Ja, 79 habe ich. Also wir haben das immer so gemacht, wir sind hingeflogen, haben den Reaper angelockt, einer ist mit dem Reaper abgehauen, der andere hat so lange gelootet. Ja. Das sind wir dann... Macht, ne? Ich bin hier, ich bin schon an dem Loot und da kommt der Reaper. Ja, wenn du den Loot ja nicht öffnen kannst, dann musst du es ja Hippo machen. Genau. Deswegen bin ich jetzt bei dem Reaper. Ja, genau. Und du kannst jetzt looten. Ja, ich bin schon dabei. Aber ich stelle gerade fest, ich bin scheinbar auch noch nicht Level 80. Oh. Ein Träumchen. Lass es dir abhauen. Oh, ja, guck mal, ich bin sogar nur 77. Ey, lass mich da weg, du bist viel. Okay. Gut, wir brechen das dann jetzt hier ab. Ja, komm raus da. Ja, wo bist du? Hattet ihr die Eier wieder eingesammelt? Ach, was für Eier? Also rot geht redet nicht. Ihr von den Spino-Eiern? Haben wir hier ganz andere Probleme als Eier hier draußen. Ich habe mir einen Wecker gestellt für den Zeitpunkt, an dem die Eier schlüpfen. Deswegen frage ich, habt ihr sie eingesammelt oder laufen da jetzt kleine Schrammel? Also ich habe den dahingestellt und hast es mir überlassen. Ja, genau, ja. Aber das war aber auch ein Zahl. Ein Ei, es kann ja viel dann rauskommen. Ein Eier? Nicht aber noch richtig, das Ei. Ein Eier. Nicht aber noch das Ei. Oh, jetzt sind sie, sind Zwillinge. Der Loot ist jetzt weg. Da hinten ist doch ein lila. Ne? Meinst du, das schaffen wir noch dahin? Kia, das musst du häufiger sowas machen. Ich hab Hunger. Sau gut. Und ja, dann aber sind, jetzt sofort. Und die sind flott. Die sind Level 172. Die Babys. Cool. Das ist cool. Das ist richtig geil. Okay. Nicht ablenken lassen. Ja, wenn, dann jetzt sofort. Ja, ich verdurste. Ihr habt 1.15 Uhr, ihr müsst so langsam dran denken. Ich würde das lassen, Sinne. Komm, das ist Schwachsinn. Oh. Das, okay. Das macht keinen Sinn. Na die gut. Zeit geht viel zu schnell. Es ist jetzt schon 1.30 Uhr. Na gut, dann. Dann nicht. Yay. Sie haben übrigens, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, den dunklen. Ich kann ja mal auf Tacht drehen jetzt gerade. Ne, warte, Sinne ist draußen. Ich mach die Reaktion. Ich hab nur noch geschluckt. Jetzt kannst du. Alles okay. Der hat den dunklen Körper vom Papa. Ich muss immer überlegen beim Namen Onkel Ingeborg. Du kannst und jetzt das, wirklich. Ja, wir sind wieder drin, wenn du Licht machen willst. Dann mach ich jetzt mal Licht und dann schauen wir mal, ob ihr eventuell vielleicht wieder jetzt eine andere. Warte mal, jetzt lassen wir es einfach nochmal. Jetzt mal wieder auf nochmal 17.10 Uhr. Dann wird es ja gleich wieder Nacht. Vielleicht springt es dann um. Sehr schön. Hier fliegen weiter die Bienen. Dralon, Matt Wyatt, Imja Vogol, Dankeschön und herzlich willkommen an die ganzen neuen Dodos. Birinja, Iliuraik und Anna-Maria. Willkommen, viel Spaß. Kia, du hast die ehrenvolle Aufgabe, einen Osterdödi nach einem Männlein zu benennen. Aus der Liste. Wer hat die Ehre? Der Biber Butzemann. Der Biber Butzemann. Herzlichen Glückwunsch, Biber Butzemann. Damit passt du der neue Johannes. Also das passt zu einem Osterdödi, Biber Butzemann. Ja, ist doch schön. Ich finde das voll cool. Also die neuen Spinos haben 5500 Leben, das ist der Standardwert, aber das ist ein hoher. Mhm. Und haben aber 314% Damage von Haus aus. Das ist richtig gut. Dann haben sie den vom... Wow, nicht vom, schlecht. Vom neuen. Ja, also das sind richtig gute. Ich habe es jetzt natürlich beide geclaimed. Ne? Mm. Ja, war ja keiner da. Noch Matze war da. Ja, jo. Matze hätte einen claimen können. Und wir verpaaren die aber nochmal. Ist doch wurscht. Also, sind auch oder? Männchen und Weibchen. Die kann man direkt wieder miteinander verpaaren. Das ist gut. So, also. Ich finde das eher bedenklich, aber. Dankeschön, willkommen. Okay. Ja, der Matti beschwert sich und Sophia fragt, ob es nicht schon einen Butzemann gibt. Nein, Butzemann gibt's noch nicht. Ich meine nicht, nee. Und der Matti, der wäre von den Männern eh der Nächste jetzt. Aha. Okay. Also, guckt mal, ich habe hier oben doch schon die Weibchen zur Verpaarung aufgehängt. Da wird doch dann bestimmt gleich ein Männchen runterplätzeln. Ach Johannes, komm, du hattest doch echt jetzt einen 2 Folgen lang einen guten Auftritt, ja? Jetzt mach doch mal die Bühne frei. Du bist sogar in einem Cartoon verewigt worden. Du hast alles erreicht, was man erreichen kann hier. Ja? Mehr als jeder andere. Ja.
Also bitte, sei stolz auf deine Leistung, sei froh. Cool, ja, die Spinos folgen dir. Ja, sollen sie auch. Achso, gut. Ich will dich hier raus haben, sonst backen die wieder in die Foundations. Ist das ein Wort? Ja, ne? Kannst du mal an dem Futtertrog da im Puff Fleisch pullen? Ja, jetzt ist er wieder umgedreht. Was ist los mit dir? Wenn Xar übrigens macht, bedeutet das in der Regel nichts Gutes. Ja, ich wusste nicht, einfach, dass der wieder ein bisschen gefüllt ist. Seekrokodile seit neuestem drin sind. Hab ich? Hat er nicht vom Groll geholt? Der Dingeling hatte noch 1000 Stück. Nein, das sind ja keine Sargos, das sind nur normale Krokos. Change follow distance. Nee, die Sargos hol ich auch nicht vom Sattel, das machen doch die K, Kü, Ke, irgendwas mit K. Glaube ich. Dummerchen. Und was macht jetzt Tag-Nacht-Verhältnis? Follow Distance low. 90-10 immer noch. Oh, dann kack. Dann kann man das so irgendwie scheinbar nicht ändern. Ich könnte mich vor allen Dingen wegen dem roten Loot ärgern. Ein Level fehlt. Mensch. Nee, drei. Ja? Ja, bei Hippo fehlen drei. Achso. Ja, gut, mit bei mir eine. Strahlon, Mann, jetzt. Wir Wahnsinnigen. Halt, warum steht denn noch Wandering? Behavior, disable Wandering? Ich dachte, das hätte ich gemacht. Behavior, disable Wandering. So. Also, dann sind die beiden hier auf jeden Fall erstmal safe. Jetzt kriegen sie noch ein bisschen Fleisch rein. Und dann muss ich gleich noch mal ein bisschen Lamm braten gehen. Jetzt waren die Babys erstmal wichtiger. Sehr schön. Ach, das freut mich ja sehr. Da haben wir jetzt wirklich richtig gute. 1015 Stamina ist auch erstmal in Ordnung. Wenn die jetzt noch Imprint kriegen, dann passt das. So, wo ist jetzt mein Hulk? Ja, soll ich nochmal? Ich kann ja nochmal an der Zeit drehen, dass es irgendwie mal weiterspringt. Weil wir machen das, damit wir uns nicht hier die Beine einfach in den Bauch stehen. Und wir wollen ja einfach mal looten gehen. Das ist insofern ja kein schlimmes Gecheat, hoffe ich für alle. Die? Wo habe ich einen Hulk geparkt? Oh Mann, ich und meine Hunde, ich verpark die immer. Ja, du solltest hierhin, glaube ich, mal so einen Schlüsselfinder irgendwie rankleben, damit immer nach ihnen pfeifen kannst. Ja, glaube auch. Irgendwas brauchen die mal. Kamen die bald Babys schon, Matze? Ne, die kommen in leider 5 Minuten. Also ich würde gerne 3 Minuten Überlänge machen hier. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Noch ein Foto! Emes, willkommen bei den Dodos. Viel Spaß. Danke dir. Schönen Abend. Ich finde mein Hund nicht mehr. Alles weg. Die Nini steht auf Wandering oder sowas. Ja. Beabsichtigt? Okay. Ich hab meinen Hund. Aber das wundert mich. Die sollte eigentlich da oben bleiben, weil die ist gehitcht. Oh, 90% Nachtsünde. Ab geht da der Peter. Bitte? Wir können. Ja, genau. Okay. 90% Nacht. Jetzt ja. Passt's. Moment, dann muss ich erst heimkommen. Dann mal los. Bin gleich da. Ist gerade Nacht schon? Ja, ist gerade auf Nacht gesprungen, ja. Ich finde, also den Zuchti sehe ich ja. Wo ist mein Hulk? Doch, nee. Ist der noch drüben? Bin ich mit Zuchti rüber? Nee, Zuchti hat überhaupt keinen Sattel mehr. Quert. Steht wahrscheinlich im Puff, ne? Wahrscheinlich. Wieso wirst du ignoriert mit ihm? Weil ich erstmal gerade das Kristall wegbringen muss. Die hat doch gesagt, du bist ja nix auf der Liste. Alles safe. So, Robert, du kriegst erstmal gerade das Kristall. Kannst auch mir geben. Bin gerade hinter dir, dann nehme ich es gerade mit. Oder ich nehme es wieder aus der Roll Red raus. Ja, genau. Gut. So. Und den grünen Gem oder was da war. Ja, schmeiß einfach hin. Aber du kannst es auch mitnehmen, dass die Drachen tragen ja ein bisschen was. Ja, aber ich bin eh schon voll beladen. Oh, in. So. Also in der Roll Red ist jetzt nichts außer. Ach, Mist, so. Ich dachte, ich hätte es rangezogen. Ja, der Koja dich vergessen. Echt? Was habe ich vergessen? Metti? Metti? Hast du Metti vergessen? Nee, du hast noch nie auf mich Matt gehört. Matt Wyatt? Hat Lassie Hart? Tralon? Acer Battle? Was ist denn hier los? Das sind ja wieder so viele. Tralon, Matt Wyatt.
Jazzy Heart ist nun ein Dodo, Acer Bubble ist ein Dodo. Mann, Leute, die ganzen Bienen, die können doch alle schon nicht mehr. Muss eine Streikbiene machen, das geht nicht anders. The Candyman, vier Monate Dodo, habe ich Candyman eben schon erwähnt. Ich weiß es noch nicht mehr. Iverti-Biene. Wie verrückt seien wir alle gerade? Mann! Bist du schon am Ausgang? Doch hier auf! Ich stehe immer noch da, wo du mich dagelassen hast. Oh ja, das stört mein Video mit deinen ständigen, Ja. Entschuldigung, machst das Video. So, so Quatsch. Es gibt Nachwuchs in 3 Minuten. So. So, Koya, guck mal, willst du die Fabrik nochmal zeigen, die Dödelfabrik, bevor sie loslegt? Ich muss jetzt gerade nochmal Matten. Ja, dann mach doch. Matten da. Binde, tick-tack, tick-tack. Tick-tack, tick-tack, ja, ich komm ja. Ja. Ametti meint den Sub wahrscheinlich. Da bin ich. Mit die Liste. Ah, ja, dann los geht's. Ja, ich weiß auch, ich sehe keinen Sub durch Metti. Das wird mir nicht angezeigt hier, so als mir tut. Vielleicht du musst dann nochmal Refresh machen und oben sagen, dass du. Vor zwei Stunden von Matt Wyatt. Welchen nehmen wir denn? Oh, vor 2 Stunden? Um Gottes Willen, da habe ich das dann übersehen. Wo willst du zuerst hin? Keine Ahnung, ist mir egal, such dir was aus. Dann komm mal da weg von dem Reaper und dann gehen wir zu dem gelben rechts. Na mache. Matti auch willkommen bei den Dodos. Viel Spaß, Matti. Und ich gehe jetzt rüber zu rechts. Ja, warte, ich komme jetzt mal wieder ganz hoch, damit ich was Matti, sehe. Der Onkel Koya, der meint, dass vom Ausgang ernst, gelb rechts. Der ist nur manchmal auch ein bisschen verpeilt. Nein, gar nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht verpeilt. Niemals. Ich ignoriere einfach meinen Chat immer. Das hat nichts mit verpeilt zu tun, das ist einfach. Böswillige Absicht hat. Ein gelber Reaper, guck mal! Wie cool ist das denn? Aua! Du sollst gucken. Geht grad nicht. Der ist knatschgelb. Hilfe! Was will denn der kleine Balbi futtern? Ja, der ist in der Tat knatschgelb. Ich loote jetzt Hinde, ne? Ja, loote okay. Bitte. Ich zieh den weg. Ja, zieh mal noch. So, da bin ich. Oh, der ist gerade verschwunden, Sinn. Bin noch nicht zu spät, ne? Oh nein, noch nicht. Dann müsst ihr jetzt hier weg. Ich kann mich nicht mit denen anlegen. Hau ab, hau ab. Nein, ihr müsst einfach nur weg. Ja, genau. Wegziehen und weglaufen. So. So, welchen jetzt? Knatschgelb, wie cool. Warte mal, ich komme jetzt erstmal irgendwie zu dir. Komm, wir gehen schnell nochmal hinten zum Biber Butzemann. Das machen wir noch vorher. Wo? Was zerteilt? Hier hinten bei denen. Hier hinten. So, das ist jetzt die Dödi-Zuchtfabrik nach. Rechts von dir. Plan von Damoriana. Ach so, das haben wir ja noch gar nicht in den Folgen gezeigt, ne? Eben. Ja, das ist also, das ist artgerecht bei den Dödis, ne? Das muss man wissen. Also, wenn man wirklich Dödi-Zucht studiert. Ja, geradeaus. Ja. Auf dem also großen Pin. Genau, Weiber. Hier bin ich. Nach oben. Die Damen. Nini, Blue Corazao, Friend Dark und Cherry. So, hier was unten. Haben wir denn hier in der Nähe als nächstes? Der Biber Butzemann. Aha. Warum sind die jetzt hier unten? Also, warum verpasst du die hier unten? Auch nicht, lass uns mal hier ein bisschen hochstellen. Ja, hochstellen, das ist egal. Ja, ne, weil jetzt, dann haben wir sonst das Baby wieder unter denen. Unter ihm? Ja, Gott. Unter denen. Also hier unter Friend Dark würde ja dann das Baby feststellen. Ja, aber das fällt ja runter. Das ist ja dann auf dem Kreis gelaufen. Steht Friend Dark bei dir oben? Ja, die bei steht, mir steht sie unten. Bei mir steht sie unten. Nein, deshalb. Die hängt in der Mitte. Ne, bei mir steht sie unten auf dem Boden, ganz normal. Das tut sie nicht, das ist falsch. Okay, dann ich hoffe, mal schauen, bei wem es richtig ist und bei wem es falsch ist, ne? Aber, das werden wir dann sehen, wenn das Baby rausploppt. Ja. Du es da rauskriegst oder nicht. Jetzt ja. Gucken wir mal, wer die erste ist. 39 Sekunden. Blue Corazao. Siehst du was? Ach, die sind erste. Jetzt alle miteinander verpaart hier, oder was? Nein. Müssen wir mal kurz hier auf dem kleinen Vorsprung bleiben, um Stamina zu tanken. Mhm. Blue Corazao, jetzt kann ich wieder krabbeln. Da okay, hängt da hinten bei dem Obelisken ist ein blauer. Also. Und der macht's jetzt mit allen nacheinander, sobald er wieder kann. Siehst du den? Rechts? Ja, dann nehmen wir den. Oh, Baby. Oh, Baby. Los geht's. Oh nein! Oh, zwei Babys! Moment! Einen nehme ich. So. Ich habe noch ein bisschen Matten. Ich weiß nicht, ob sie das auch. Ach ja, doch, da habe ich Fleisch. Der andere aber, kommt erst runter. Ach ne, hat den blauen Oberkörper, also blauen Rücken bekommen. Hier sind 2, 3 blaue sogar. Ja, ich sehe es. Lass uns hier den in der Mitte zuerst nehmen. Ja. Der andere kommt ja erst runter. Ist bald das Zehnlimit voll? Ich fürcht's. Alles klar? Wie süß. Ja. Ja, süß. Speziell. Ich kann ja mal auf Tacht drehen, dann sehen wir die besser. Reaper kommt bestimmt auch gleich. Oh ja. Was denn? Ich warne dich. Ja.
Okay, okay, dann gehe ich mal looten. Ja, loote. Ich passe auf. Schon, also. Bitte, ich weiß ja nichts Falsches. Alles sauber. Okay, dann naja, jetzt zu dem halt, anderen. Also, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sich das Magenta durchsetzt. Hat's aber nicht, ne? Es ist Magenta? Weg. Das hast du eigentlich auf dem Rücken? Was ist denn das für ein Pinger? Das ist Kaugummi. Das ist Kaugummi. Magenta ist verschwunden, das ist schade. Ja, ne? Nur aber wir können das ja noch ein paar Mal machen. Ja, du kannst ja einfach auf Wandering lassen, da die spucken ja dann regelmäßig aus. Eben. Ich hab sie hier am Arsch, loote Dusch. Okay. Die muss dann nur irgendwie da wieder einsammeln. Ja. Das ist ja hier in einem Gehege. Hab ich. Ja, ja. Okay. Und ja, da sitze drauf. Durch. Ich bin weg. Gut. So, Behavior, Disable Wandering und abgepfiffen. Kümmerst du dich, Matze? Ja. Ich schmeiß nochmal Fleisch rein, was ich hab. So. Ja. Ansonsten muss ich jetzt mal nach den Spinos gucken, dass die auch versorgt sind. So, wir treffen uns. Oh, Lämpchen bei dir. Alles klar. Der nächste Loot, der blaue hier vorne. Ja. Okay. Habt ihr denn schon irgendwas? Denkt ihr? Nö. Wir gucken am Schluss. Achso, ihr guckt am Schluss, okay. Ja. Wir denken selbstverständlich nicht ans Folgenende. Ja, würde ich sagen, machen wir dann jetzt, oder? Wie sieht es bei euch so? Ein knallroter und ein schwarzer. Das hast du sie dann? Für ich zieh sie weg. Ja, sie kommen. Und ob oh. Sinde das überlebt. Und Achtung! Ja, ich sitze schon drauf. Mega gut. Auszieht. Und ob wir sie jemals wiedersehen werden oder ob sie von der in der Hölle gegrillt werden, das sehen Sie warte, ich komm noch in mal der rein. Nächsten Folge von Ark Aberration. Bei Sinde, bei Matze, bei Xa. So, ich glaube, ich habe die Agro. Vielen Dank fürs nicht. Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hab ich sie? Nee, nicht alle. Aber ich muss mal ein bisschen weg. Hab ich sie? Nee, nicht alle. Akoya. Ja, das war in der Tat schön. Okay, ich guck mal, ob ich drankomme. Oh Mann. Nee, einen roten habe ich immer noch im Hintergrund. Ja, warte, ich bin da. Ben Wyatt, Kralon, Imiamogol, ihr seid alle des Wahnsinns. Emex, ich habe den roten, der schwarze kommt auch. Desihard ist Dodo. Und der nächste ja, auch. Versuch's mal schnell. Sag Bescheid, wenn. Da ist so viel Action, wollen wir gerade weiter aufnehmen? Sag Bescheid, passe? Ja. Bist du drauf? Ja. Okay, dann weg hier. Hört auf. Ihr seid alle des Wahnsinns jetzt. Nicht doch. Wie geht's Stamina dir so gesundheitlich? Ist alle und ich versuche mich auf den Vorsprung zu retten. Ansonsten, wenn das Stamina alle ist, einfach mal ein bisschen Schaden halt fressen, Sinde. Ja. Wenn Stamina alle ist, einfach mal ins Inventar gehen vom Dino. Mhm. Den Schaden halt akzeptieren, der dann reinkommt. Das ist zwar viel, aber es geht eine Weile. Und dann isst du ein bisschen Fleisch. Also okay. den Drachen zwangsfüttern, dann regeneriert der relativ schnell Stamina und dann okay. Ein bisschen wegtanken das Zeug, ein bisschen wegstecken den Schaden und dann in Ruhe wegspringen. Gut, ne? Danke. Das ist die beste Variante. Hatte ich zwischendrin auch. Manchmal ist die Stamina echt schnell weg. Wie viel so. Haben wir? Wie viele neue Emotes sind das 20. schon? Ich glaube, wir laufen auf den dritten neuen Emote zu. Also können also wir zwei noch? Zwei haben wir. Ja, Zeit satt noch. Da hinten der blaue, wie wär's? Ja, wir haben soeben. Okay. Genau jetzt mit dem letzten haben wir den dritten neuen Emote. Mann. Leute, hört auf. Ihr seid des Wahnsinns, Mann. Danke. Als ich gesagt habe, ich glaube nicht, dass wir den einen Emote schaffen. Das sind 80, was habe ich gesagt? 80, 70, 80, irgend sowas. Subs, die wir brauchen. Und dann habt ihr 83 oder 86, glaube ich. Ja, es war irgendeine Zahl, wo ich gesagt habe, komm, das schaffst du bis zum Jahresende vielleicht. Der ist noch gar nicht da. Ach, nee, das du weißt es nicht. Ja, wollen wir nächste Folge machen? Bei euch ist schön Action. Ich denke mal, ja. Das bietet sich an für euch, ne? Ich habe gar nicht aufgehört. Ach, du hast gar nicht aufgehört? Nein. Ja. Willst du jetzt aufhören? Dann sag mal nochmal Tschüss. Nein, ich lass laufen. Lass laufen. Lass laufen. Klo gehen ist halt auch echt, ist einfach nicht passend, ja. Einfach laufen lassen, ne? Ist ganz egal. Alter, machen wir jetzt nochmal eine Folche. Dann würde ich mit der Onkel Ingeborg mal ein bisschen, dass wir die trainieren. Und Matze darf ansagen. Ja. Wir haben 20.18 Uhr, das heißt, die können auch noch eine ganze Weile draußen rumtoben.